Ich hock mich hier in eine Tanne, ich hock mich hier in eine Tanne. Ja, ich gegenüber in die Tanne. Der war. Ich glaube. Fuck, der Zombie kommt, der kommt. Exekutieren, komm. Mach ihn hinter mir weg, Alter. Was ist mit dir? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Sonst mache ich den mit der Axt, komm. Alter, mein Puls komm, steigt schon wieder, mein Axt Puls steigt. Aus. Nee, lass scheiß auf die Axt, ich beiß ab. So, oh, Unterdrückungsfeuer, Digga. Unterdrückungsfeuer. Sicher, dass der Spieler war. Wie viel Prozent? 70. Ah, okay, gut. Weil der war direkt... Komm, runter, 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 weg, weg, weg. Wenn die Mauer da ist, ne, dann war er direkt gegenüber und ist gerade in meinen toten Bereich gehuscht. Also gegenüber... Weißt du, wenn zwei Spieler an der gleichen Stelle an der Mauer stehen, dann kannst du ja nicht rüber gucken. Und ich habe nur noch so einen Kopf da auf meine Position zu rennen sehen. Kann auch Zombie gewesen sein. Nee, die laufen nochmal nicht gegen die Wände. Und dann hätte ich ja sein Geräusch gehört, aber das war ja... Da hinten steht was im Wald, ist aber, glaube ich, kein Spieler. Nee, ist ein Lass Zombie. Mal drauf zulaufen. Ist ein Zombie, kommt auf uns zugerannt. Wir haben aktuell zwei Zombies im Schlepptau, aber ich erkenne nichts von Spieler. Nee, ich sehe nichts. Muss ich später dann mal in der Aufnahme gucken, ob das wirklich einer war. Analysiere das mal wirklich, richtig. Würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, mich auch. Bin ich gerade echt schon heiß drauf. Das wäre echt creepy. Der Server, der ist ja auch arschvoll. Ich meine, der ist arschvoll, ne? Oh. Und die Zombies verfolgen uns immer noch. Beide. Eine hoppelt über die Wiese, die andere steht im Wald. Sind aber stehen geblieben, glaube ich. Ich meine, die sind arschvoll. Was? Bei dir auch? Ja. Ganz schlecht. Schlecht. Scheiß drauf. Also your channel was edited, ne? Kam bei dir. Oder Maxi? Ja, war einen Schluck getrunken. Stimme ist leicht angetrocknet gewesen. Danke. Ja, wollte ich gerade sagen, vor uns nach uralter Tradition muss die Scheißhütte um die Ohren flattern. Ich hopp mich hier hin. Ich hopp mich hier hin. So. Bist bereit? Na warte, muss erstmal ein ruhiges Aim kriegen hier. Ja, ich auch. Hast du schon einen Fluchtplan? Weil ins Dorf müssen wir nicht. Nee, wir rennen dann, Okay, bereit? Wir rennen rechts runter, würde ich mal sagen. Warte. Ja, bereit. 3, 2, 1, ja! Weg, weg. Warte, ich muss noch nachladen. Weg. Boah, dieser Dunstbrocken, der da hochzieht. Vor allem ist es ist erst so ein Boom und dann plötzlich so Boom und alles ist am Wackeln. Mein Headset ist total auseinandergeflogen hier gerade. Alter, bei mir vibriert das so wie ein Handy vom Kopf runter, Alter. Ah, mein Headset sprengt sich dabei fast selber. Alter. Also da mal ein Lob hier an Dean Hall, den Sound hast du echt Premium hingekriegt. Ja. Aber pass auf, und wetten gleich, prasseln hier von rechts irgendwelche Schüsse auf uns ein aus dem Wald raus. Könnte. Gut, was sagt denn die Spieleranzahl? Fang mal an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, komm, 6, 7, 8, 9, 10, 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, was? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Der Server ist voll. Der ist bis unter die Decke gefüllt. Alter. Ja, leck mich doch am Arsch. Und wir sind mit 18 draufgegangen, Alter. Und vor allem das Geilste ist, wir sind gerade übers Airfield gerannt und da war so hundertprozentig keiner. Also ja, ich meine, auf so, halt diese kleine Gestalt, diese Missgestalt, ja, die du hast gesehen hast, dieser Untermensch, aber dass du safe einen gesehen hast, war nichts. Also ich habe keinen gesehen, definitiv nicht. Ja, auch nicht. Und ich hätte mir auch nicht erklären können, wo der hergekommen ist. Vielleicht, wenn er mitten am Hangar, hinterm Hangar lag, dann siehst du das ja nicht unbedingt, wenn er Tarnklamotten hat. Der kam ja auch nur so angehuscht. Wenn er sprintet. Es
kann sein, dass ich diese Folge einfach cutte, so noch ganz normal, ne? Weil dann mache ich halt aus einer dicken Folge zwei Stück, weil ich habe jetzt keinen Bock, die Aufnahme zu unterbrechen, ne? Ja, also habt da bitte für Verständnis, dann wird vielleicht eine Stundenaufnahme in zwei Teile oder eine, eine anderthalb Stunden Aufnahme in zwei Teile, je nachdem, okay, wie ich das mache. Okay, jetzt sagt er hier 30 Minuten, ne? Dann Auto-Restart. Ach so, naja, okay, gut. Ja, nee, bis dahin würde ich wohl noch ganz gerne noch überlebt haben, du. Ja, ich eigentlich auch. Ich wollte eigentlich sagen, bis dahin wollten wir eigentlich noch tot sein, aber das siehst du ja nicht so. Ja, nee, also ich will ganz gern jemanden töten. Heute noch. Ja. Ich will ein bisschen Action haben. Notfalls gibt es mehr. Berezino ist ein bisschen weit. Ja, hm. Berezino ist ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen schade. Ja. Wie weit denn? Sehr weit. Wir laufen zwar gerade in die richtige Richtung nach Berezino, aber dennoch ist es sehr, 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 sehr weit weg. Um nicht zu sagen, verschissen weit weg. Um nicht zu sagen, verschissen viel zu weit weg. Ich hätte mal übrigens einen Namen für unsere Route, weil wir haben ja immer diese Route, weißt du, Military Base Airfield, Military Base Airfield, ne? Ja, oh, lass irgendwo die mal Zombie. Ja, hatte ich auch gehört. Lass sie mal Pimmelroute nennen. Dann ist hier wirklich irgendwo einer, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja. Oh. Da. Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Buh. Ich meine, es ist gerade viel langweilig, aber was will man machen, ne? Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, das ist der perfekte DayZ-Tag. Ich hoffe ja auf irgendwie, dass ein Spieler jetzt irgendwo gleich mal hockt. Du musst mal ganz schnell hintereinander First und Third Person wechseln. Ganz schnell. Ja, dann flackert das so behindert, ne? Ja, und vor allem es flackert so in drei Teilen. Hast du das auch? Oder in mehreren zumindest? Ja, so in vier bis fünf. Ja. Alter, irgendwie ist das so ein bisschen, ne? Aber ich hoffe ganz ehrlich auf einen Low-Equipped-Spieler, weil ich würde gerne mal ein bisschen Fesselspielchen mit dem machen. Hm, ja. Oder auf ein High-Equip mit einer M4 und Ammo-Bug. Das würde ich ja noch mehr feiern. Ja, aber gut, dann kann er uns ja auch tot kriegen, ne? Ja, natürlich kann er das. Ich meine, wenn da so einer ohne Waffe ankommt und wir sagen ihm, Friendly, ich drücke da einmal 8 und bin ihm Duct Tape in die Fresse. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich noch irgendwo einen Burlap-Sack, ja, habe ich dabei. Binden wir ihn dann über den Kopf rüber. Und dann hat er erstmal verkackt. Wieder erstmal nichts mehr. Und dann, weißt du, dann machen wir das richtig dramatisch, ne? Dann wird er vergewaltigt, Alter. Dann mache ich das so. Erstmal von mir richtig was auf die Fresse. Dann, nehme ich meine. Ah, fuck, du hast die Makarov nicht mehr, ne? Er könnte mir ins Bein schießen. Boah, wäre das mies. Ihm ins Bein schießen, ihn verbandagieren und ihn dann liegen lassen. Ich habe aber noch die P1, die ist auch nicht so fett. Ja, eben, die eben einmal schambern, dann richtig schön so, so in irgendwie so sagen, ja, hast du noch ein paar letzte Worte, ne? Dabei so die Waffe schambern, ne? Ja, richtig schön. Zombie? Ja, bei mir auch, aber ich sehe nicht. Und dann richtig schön mitten ins Gesicht schießen. Oder so vorbeischießen und dann sagen. Und dann sage ich so zu dir, ey, aber du triffst auch gar nichts, oder? Das war als Witz. Wenn es ein Deutscher wäre, wäre das ja mal mega geil, Alter. Ja, dann könnte man ihn richtig missbrauchen, Alter. Dann könnte man erstmal richtig schön zulabern, so ein bisschen über, ein bisschen ausquetschen, so. Wo kommst du her? Sprich. Ja. Ich komme aus Bayern. Oder so. Okay. Bam. Ja. Also nichts gegen Bayern, ne? Was ist da vorne für ein Kaff? Ich glaube, das ist jetzt Novi Sobor, oder? Nee, Starry. Ja, komm, lass da doch eben nicht durch, Alter. Starry, natürlich, Mann. Starry Sobor ist Mittelpunkt hier in DayZ, da geht's ab. Echt? Nein. Okay. So, Player Kino wurde gekickt, das heißt, wir sind noch 39. Jo, so ist das. Wenn der hockt irgendwo einer im Hinterhof und wir sind tot. Ja.
Mit irgendeinem Scheißhaus sitzt jetzt einer im Eingang drin. Meine Framerate kackt erstmal übel. Ja, weg. Bei mir auch, ey. Hier, ich pimmel hier da mit vorne 28. Vorne hockt ein Spaß. Ich hocke mit 27,5 FPS. Mach mal hier Tor auf, Alter. Was ist denn mit dir? Mach der, mal der Tor kommt auf. Schon raus. Der ist schon draußen hier. Wer? Ja, der Spaß. Hi, alles klar? Uiuiui. Der hat mich angehört. Der war schon... Warte, den von der Kirche kommt, mache ich. Jo. Na gut. Ja, der hat eine Kugel abgekriegt. Superb. Max, machst du den auf der Straße? Stirb doch mal, Alter. So. Alter, wer jetzt hier irgendwo, jetzt ist die Kugel, nein. Wer jetzt hier irgendwo saß, hat sich jetzt mies erschrocken. Dann kommt wieder so ein Sack, Alter. Ja, hinter uns auch, Alter. Mach du mal hinter uns. Hab ihn. Kommt noch einer. Ab. Vor kommt uns wieder einer. Ja. Lass mal laufen. Kriegst du teilweise hier echt einen an den Sack bei, ja. So, bisschen Ammo wieder mal nachpacken hier. So. Ja auch, ich hab glaube ich bei weggekommen. Fünf Kugeln oder so hatte ich noch verloren. Ja doch, ist gut was bei weggekommen, du. Ah, jetzt links neben uns, die wird dann gleich auch noch gepult. Der Typ hinter uns geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Dann mach. Warte. Komm her, du Sausack, Alter. What the fuck? Kam kein Sound raus. Du hast ja auch nicht abgedrückt. Doch, du hast ich. Keine Kugel geladen, Digga. Doch, hatte ich. Definitiv hatte ich eine Kugel geladen. Ich habe extra noch vorher nachgeguckt. Na egal, was soll's. Scheiß Waffe. Okay, jetzt halt. Rennt die Foot auch noch hinterher. Oder ist sie vielleicht kaputt? Guck mal nach im Rennen. Nee, die ist nicht kaputt. Die pimmelt zu sehr. Jetzt ist sie kaputt. Nee, die Waffe. Ach so. Nee, die ist 1A. Hat aber einen riesen Text da stehen, Alter. Bedienungsanleitung oder was? Ja, so ungefähr. Pressen Sie bitte diesen Knopf. Bumm. Schießt sich selbst in den Kopf. Ganz schön im nächsten Punkt. Aber richtig, dabei diese die Waffe nicht auf sie selbst. Oder auf andere sie selbst. Person. Jetzt wird sie wieder schön und ist die Wiese schön grün, ey. Links oder rechts? Wunderbar. Was? Wie links oder rechts? Die Wiese. Beide. So. Sieht alles bei mir scheiße aus. Und diese Hochspannleitungen, die sehen irgendwie aus, als ob sie so halb wireless, halb wired sind, weil da Pixelstriche sind, ne? Ja. Das sieht ja, nochmal schöner aus, aber irgendwie auf diesem Server weiß ich nicht. Die haben da, glaube ich, so einen Adler. Ist halt eine Bratwurstbude, komm. Ja. Die benutzen. Die lassen den Server sicher auf einer Fritteuse laufen. Ein Frittierfett. Ja. Ja, und als Server-Speicherplatte, so als SSD, fungiert so eine alte, verhurte Frikadelle. Oder so eine triefende, fettige, stinkende Stück Scheiße da aus Mett. Ja. Ein richtiger Mett-Igel, ey. Und die Internet- so ein Mett-Igel mit Zahnspangen, nicht mit Zahnspangen, mit Salzstangen. Ja, mit Zahnspangen, was? Und als Internetleitung. Oder hattest du das schon? Nee, ne? Als Internetleitung fungiert dann Bounty, der mit Verpackung in die Dose geschmissen wurde, Junge. Nee, eine Verpackung, die mit Bounty reingeschmissen wurde. Ja. Oh. Ja, da unten steht so eine Foot. Oh, mir rennt auch so eine Foot hinterher. Ja, die will dich. Und das sag ich, ich glaub, irgendwie immer. Ich glaube, das ist ein Kerl, die geht. Weil der will mich auch, der will mich vergewaltigen. So, ich bräuchte mal ein bisschen Farbe. Warte, ich komm da mal hoch. Alter, da jump ich ja richtig hoch, Alter. Geht ab. Farbe, wofür das denn? War ich. Gut. Hab ich glücklicherweise gesehen. Dann kommt so eine Foot angerannt. Machst du die? Nee, seh nicht wo. Neben mir im Gebäude. Digga. Hab einen erwischt. Ich weiß nicht, wo du bist, ey. Hinten Pianohaus. Ach da. Ist schon drin? Ja.
Bei mir rennt eine Furt hinterher, wäre nice, wenn du clearen könntest. Wenn du reinkommst, kann ich's tun, ja. Gut. Ja, der hat gut Abstand, der kriecht nur so ein bisschen, das ist so ein Crawler, ist das? Ja. Er braucht sich am Moment. Ich hab Zeit. Oh, der kommt. Hörst du ihn? Das ist Furt. Und da kommt gleich der nächste. Alter, wäre das nice, wenn da jetzt ein Spieler reingestürmt kommt. Oh, da kommen noch zwei. Okay. Ja, warte, ruhig. Boah, noch einer. Jo. Der ist tot, Digga. Okay. Gut. So, jetzt kannst du nachladen. Ich hab die Tür im Blick. Der nächste. Sehr schön. Ich packe mir noch ein bisschen Ammo in mein restliches Magazin rein. Load Ammo. So, oben kurz gehe ich einmal kurz gucken. Bleib du mal unten sitzen. Wenn irgendwas einigermaßen oben interessant ist, sage ich Bescheid. Ich habe gehört, du willst ein Buch haben, ne? Ne, mit Dinger. Bildung, wichtigste, wo gibt. Ja. Aber sowas von. Okay, komm weiter. Ja, da sind wieder Zombies. Lass uns noch warten, Alter. Was ist mit dir, Alter? Sag mal. So, wer braucht Ammo? Dann kommt schon wieder einer. Na, Kollege, boah, Alter, alles wir klar? Wir sind beliebt, Alter. Wir sind richtig beliebt, Junge. Hast du ihn getroffen? Ja, sicher. Ja, ich treff immer. Ja. Boah, Alter, wie oft ich hier immer Ammo nachlade, ist nicht normal, ey. Ja, komm, jetzt halt's Maul da hinten. Du Scheiße, ey. Bei dem, den mach ich. Gehalfterte. Digga, dein Ernst? Der holt da einfach mal die Fists raus, Alter. Wer den kloppen will, der... Boah, Digga. Boah, Digga, eh, Alter. So, die lebt nimmer. Die ist über den Berg. Sag mal, was ist mit dir? Kannst du mal bitte die SKS auswählen? Ja, die muss alles stehen bleiben, um die SKS auszuwählen. Die ist nicht multitasking. Kommt schon wieder einer. Zwei. Komm, lass. Komm, ich brauch die Ammo für Berezino. Wollen wir da jetzt hin? Ja. Nicht dein Ernst. Naja, doch. Machen wir es. Ich sag dir, nach dem Service-Start habe ich dann keinen Bock mehr. Ja. Nee, schaffen wir ihn, glaube ich, nicht mehr in der Zeit. Weiß ich nicht. Nee, nee, glaube ich nicht. Lass einfach in der Zeit ein bisschen rumpimmeln und nach morgen weitermachen. Machen wir ja. Obwohl, da hinten kommt gleich Gorka und dann ist nur ein Katzensprung bis Berezino. Also, von daher. Ja, super. Und dann mitten im Feuergefecht kackt der Server ab, wa? Ja. Also ganz ehrlich, Berezino ausloggen, das wäre schon eine miese Scheiße. Mhm. Aber der warnt vor. Wenn der halbstündig vorwarnt, dann warnt der auch 5-minütig oder 10-minütig vor. Ah, nicht unbedingt, ne? Ist von auszugehen, aber komm, lass hier nochmal gucken, ob wir hier eine M1911 für dich finden. Oh, das wäre echt so richtig Premium Plus, aber findet man hier Waffen? Ich glaube nicht, oder? Ja, meint du kannst zumindest mal. Hm. Er labert aber viel Scheiße, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Gonde, falls du das hier siehst, du laberst viel Scheiße. Und wir haben dich lieb. Gruß an dich. Halt's Maul, ey. Hier ist eine Kloschüssel. Oh, hier ist ein... Oh, Reissäckchen und eine Carbon. Und die Waffe Carbon. Ja. Ja, richtig. Läuft. Hast du eigentlich Ammo für die Longhorn? Nee. Die hast du mitgenommen, ne? Die Longhorn habe ich mitgenommen, ja. Die Longhorn ist am Start. Ich habe da 20 Schuss für. Echt? Ja, ja. Hau mal rüber, die Scheiße hier. Wo bist du? Ich bin... Achtung, zwei Futz kommen. Ja, sehe ich. Na, Spackos, alles klar. Oh, hört sich geil an. Ja, die war aber hartnäckig. So lege ich dir hier mal hin. Na? Ja, danke. Sehr gut. Gucke mal, ob alles von mir pristine ist. Nee, auch teilweise Warren, aber das ist ja Wayne. Komm. Warte. So, dann nimm mal das leise Stück. Bitte was? Sieht voll aus. Ach, hier liegen Kippen auf dem Boden.
Ich mache mal kurz einmal einen Schusstest. Oh, Blue Shield Briefcase. Blue Shield Briefcase. Empfange, ja, okay. Was ist denn los bei dir? 15 Minuten Service. Ah, okay, gut, so gut zu wissen. Ja, das schaffen wir noch bis Berezino. Ja, lass mal nicht reingehen. Nicht mal heute, dafür habe ich heute keine Nerven mehr. Nee, machen wir morgen, aber wir schaffen es bis dahin noch ungefähr. Du hast einen Bug. Ah, leck mich doch. Warte, hier vorne im Gebüsch gleich. Vor. Also ich meine, sonst gerne, aber jetzt nicht hier während der Aufnahme. Sag mal, halt dein Maul, ey, oder haben sie es dir irgendwie Hals aufgeschnitten und reingeschissen oder was? Mit wem redest du? Gonde. Achso. So, F2. Oder redest du mit mir? Das wäre nämlich gemein. Nee, ich hab mit Gonde geredet. Gonde, Hals, ja, immer Maul noch. Jetzt. Immer noch. Dann drück F3. Du musst jetzt mir hier nicht den Stinkefinger zeigen, das ist mal so ein, hab so ich ein halbes gemacht. No-Go. Also. Ich kratze ein bisschen meinen Arsch hier auf dem Boden. Oh ja, das tut gut. Oh, Zombie irgendwo. Nö. Komm, steh auf, Digga. Nein, nur nicht, da vorne kommt ja auch keiner zum Glück, ne? Warte. Willst warte, du warte. Machen mit der Longhorn, komm mal. Ja, wollte ich gerade sagen. Gib ihm. Oh, vollen Ash, Alter. Ist gar nicht aber laut. Ist auch gar nicht tot, ne? Oh, der ist nicht tot, nee. Warte. Komm her. Jetzt ist er tot. Das Ding ist so leise, Alter. Das ist die übelste Flug der Karibik-Waffe, ne? Das ist fast so leise wie mein 5SC ohne Schalldämpfer, ey. Ja, du hast wieder den so. Scheißbug, Alter. Komm, leck mich. Ja, komm doch. Jetzt. Nee, warte. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Alter, du fährst da so lang wie ein Moped, Alter. Steh mal auf. Ja, nur ist weg. Nur ist weg. Jetzt kannst du. Weg? Ja. Ey, Digga, da steht schon wieder so einer. Kannst du nicht mehr da Longhorn machen? Naja, mach ich. Tatschen. Wurst verliert die Verbindung. Scheiße, das ist auf Fritteuse gefallen. Oh fuck. Warte, nachladen. Lad nach. Junge, lad nach. Da hau rein. So, ist nachgeladen und. Wo ist er denn? Da kommt eine Alte. Die Alte hab ich. Den anderen mache ich jetzt. Hab ich. Boah, Alter, Vater. Der vorne auf Straße. Auf der Street, weil das Nachladegeräusch von dem Ding kommt von der falschen Stelle immer. Ist so ein bisschen mies. Naja, die gute alte Longhorn. Die ist ja schon geil, ne? Die ist schon echt geil. Also ich feier die einfach so, weißt du? Die ist nicht geil, die ist nicht wirklich gut. Also klar, damit kannst du den Spieler locker, ne? Naja, logisch, ne? Aber weißt du nicht. Aber halt, ne? Muss auch der erste Schuss sitzen, weil sonst. Boah, hilft nur der Griff zur anderen Waffe, oder? Das Weapon ist voll, was? Du bist voll. Oder ist Scheiß kaputt? Ist die Weapon voll, Alter. Nein, die ist. Ist die vielleicht. Nee, die ist nicht kaputt. Den Bug habe ich öfters, dass die Waffen bei mir das nicht so checken, ja, dann dass die da irgendwie. Drück mal ab. Ja, habe ich schon, da kommt ja klick. Dann wese ab, wese wieder an, keine Ahnung. Da unten empfängt er nur was. Das ist doch scheiße, Alter. Drecks P1. Verpiss dich. Hast du die jetzt weggeschmissen? Nö. Hab die noch dabei, aber ganz ehrlich, also was will ich denn mit so einem Stück Scheiße eigentlich? Ich meine, das ist doch nur alles unnötiger Platz dafür. Das kannst du echt keinem erzählen. Nee, ich behalte die noch. Vielleicht geht die nachher wieder. Für einen Schuss wird es wohl noch gut sein. Ja. Hast vielleicht du die Salinbeck IV dabei? Nee, ich habe gar nichts. Also Medikit habe ich, habe nichts, um mich zu verbandagieren. Gar nichts. Wenn ich getroffen werde, bin ich komplett. Willst du was haben? Oh fuck, ja. Ich habe auch nichts. Ja. Ich habe höchstens gleich ein Gorka. Gleich ein Gorka. Ey, damit könnte man sich eigentlich auch einen Arm verbinden. So ist es ja nicht, ne? Theoretisch schon, ja. Aber praktisch nicht. Ja, doch schon, aber könnte ein bisschen eklig werden. Vor allem, wenn diese klebrige Substanz in dein Blut eindringt. Wenn du es dann abziehen willst, um eine Bandage aufzulegen und du nur an die Schnittwunde hast. Ja, dann hast du ein Problem. Am besten lässt es mit einwachsen. Oder überleg mal, das wächst dann wirklich damit ein, so diese klebrige Scheiße da, Alter. Oder stell dir vor, du wickelst das dann, also du hast einen Schnitt waagerecht, ne? Und du wickelst das senkrecht drum.
Und dann ziehst du es ab und dann dieser klaffende Schlitz reißt wieder auf und. Ah, ja, okay, weiter. Okay, ist gut. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hab's verstanden. Obwohl so eine Schusswunde wird damit gehen. Eine Schusswunde, ja. Aber eine Schusswunde, da bist du sowieso am Sack, außer wenn sie dir quer durch die Hand schießen oder quer durch den Arm oder so. Naja. Weil, ich meine, es gab zwar Leute, die schon Kugeln im Gehirn hatten, weil irgendjemand denen die da reingeballert hat. Es gab mal sowas, da hat einer an Silvester mit einer Pistole an Punkt 12 einfach in die Luft geschossen. In Amerika natürlich wieder, wo auch sonst. Und die ist ihm in anderen 20.000 Häuser weiter in den Kopf geballert und der war tot. Boah, das ist heftig, Alter. Also, richtig krass. Shit happens, aber weißt du, was auch krass ist? So ein Mädchen mal, das ist aber schon lange her, das ist mittlerweile, die ist schon an 60 jetzt. Ja, das war jetzt so eine Story und so krasse Sachen, die man überlebt hat, so hieß das irgendwie sowas. Ja. Und das lief mal auf MTV. Und da hatten die früher so, kennst du diese, wie heißen diese Tafeln? Nicht Kreidetafeln, sondern Schieferntafeln, ne? Da hatten die einen Schieferstift. Stift. Weißt du, so ein Schieferstift, das war so die ja, Dicke, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. So, und das war auch so gut wie Blei, war das ja. Bleistift, so. Ne? Und dann hatte die halt sowas und dann ist die mal irgendwie mal hingefallen und dann ist das wohl passiert, dass die sich das Ding durch die Augenhöhle unterm Auge lang ohne Verletzung bis in den Kopf gehauen hat. Ohne das zu merken. Fuck. Die hatte halt nur. Die hatte da auch keine Schmerzen, weil das Auge ist ja nicht mit der Haut verwachsen an einigen Stellen, weißt du? Du kannst sie ja so praktisch, da kannst du ja eine Schnur bis zu deinem Gehirn durchführen. Wenn du es richtig machst. Aber kannst du natürlich nicht. Aber die hat das da wohl quer durchgehabt, ohne das zu merken. Und dann ist sie ein paar Jahre später nochmal hingefallen. Und da hatte die dann so Kopfschmerzen. So, also das war so, damals war die 6, als der Vorfall war. Und dann, wo die sich einen Kopf gestoßen hatte oder was, war sie wohl schon so. Ey, lass mal eine Runde Limbo zocken. Limbo? Oh, fuck. Achso. Hey. So, und dann auf jeden Fall. So ein paar Jahre später oder irgendwie so, hat die das dann, ist sie dann damit zum Arzt gegangen, weil sie stetig Kopfschmerzen hatte. Und haben die halt so ein Ding gemacht, so ein, nicht Test. Einfach Test. Ja, so geröntgt oder so. Dummheitstest. Ne? Wie viele Finger zeige ich? Dass du querfeld einschränkst. ja, 3. Ne, wie viele Finger zeige ich? 26. 6 ist ja möglich, ne? Ja, wie viele Finger habe ich an einer Hand? sind sie ja nicht komplett dumm. Du bist doch dumm und wirst immer dümmer, kann das sein? Ja, auf jeden Fall hatten die dann so Grönch oder whatever. Und dann haben die gesehen, ja, da ist ein abgebrochener Schieferstift drin, ne? Wie kann das denn nur passieren? Sind die in ihrer Kindheit zufällig mal auf irgendwelche kleinen aggressiven Kinder gestoßen? Ich war das aggressive Kind. Ja! Yeah. Okay, liebe Freunde da draußen, der zünftigen Unterhaltung der Bratwurstbude Oppenhausen, oder wie das hier heißt. Da hinten sehen wir schon den Lollipop der guten Stadt. Welches ist denn das? Das ist nicht Gorka, oder? Das ist... Doch, es ist Gorka. Ja, bevor wir aber jetzt in Gorka einmarschieren und da wieder alles kurz und klein trümmern, was dann nicht bei 3 auf dem Baum ist. Wie gut, dass man in Daisy nicht auf Bäume klettern kann, ne? Wisst ihr ja? Ich disconnecte hier vorne. Okay, ich sag ich Dankeschön fürs Zusehen, auch im Namen von Daniel. Hoffe ich, ja, darf ich das nicht selber sagen? Alter, was ist mit dir? Weißt du, kaum macht man mal wieder eine Aufnahme. Ja, komm jetzt halt die Fresse, ey. Komm, dann stopfe ich sie dir gleich mit meiner eigenen Scheiße, weißt du das? Haule rein, Leute. Und tschüss. Ey, ich war noch nicht fertig. Du bist auch dumm und bist immer dümmer. Kann das sein, Alter? Also hast du quergeschissen? Sag mal, bist du eigentlich dumm? Jetzt halt deine Fresse. Nee, komm. Nee, pass auf. Jetzt ist echt ihr Ende. Nee, du brauchst mir jetzt gar nicht kommen. Du kriegst gleich... Nee. Jetzt hier, komm. So, und schnauze jetzt hier. Ja. Nee, also was ich sagen wollte ist, in der nächsten Folge, die hoffentlich morgen dann geschrieben wird, aufgezeichnet, werden wir uns mit ein paar mehr Leuten, denke ich mal, nach Berezino begeben und dann nochmal eine ordentliche jüdische Schlacht angehen. Denn, wie wir alle wissen, ist bald nämlich das gute Update, dass der Charakter resettet wird und dann ist eh alles weg. Von daher sind wir mal so ein ganz bisschen,
ja, so auf Shooter raus und deswegen, ja, ein bisschen dumm im Kopf und so halt, ne. Habt dafür bitte Verständnis. Ja, also dann bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.